Hi, ich bin Christoph und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute ist Mittwoch, ich bin eigentlich schon auf dem Weg jetzt zu Spiel. Pressekonferenz steht an, Neuheitenshow steht an, erste Termine mit den Verlagen steht an. Ich hoffe, dass ich durch die Messehallen so ein bisschen gehen kann, weil die Messe das so ein Stück weit einschränken will, um halt den einen oder anderen Verlag noch vorher zu besuchen und ja, die Termine auch stattfinden zu lassen. Aber genug gequatscht, hier sind die 20 Eindrücke, die ich mitbringe, die ich euch vielleicht noch mal kurz mitgeben möchte. Vielleicht hilft es euch noch mal bei der Auswahl oder zu gucken, hey, das Spiel schauen wir doch noch mal an oder ich lasse es vielleicht auch bleiben. Tatsächlich habe ich gar nicht so viele Ausfälle dabei, aber ja, ab ins Geschehen. Keine Reihenfolge, ich habe einfach meine Liste hier genommen und bin von durchgegangen, was ich wie, wo, wann gespielt habe. Das eine habe ich häufiger gespielt, es sind viele Ersteindrücke dabei, das sage ich auch immer dann noch dazu. Aber ja, es kann euch vielleicht helfen, dann da noch mal was zu finden. Gin. Gin ist ein Spiel, was bei Pegasus und Hall Games erscheinen wird. Ein wunderbares Kennerspiel. Wenn ihr an dieser Stelle kurze, knackige Züge haben wollt und ich würde den Mechanismus jetzt Wegbuilding-Mechanismus nennen, denn wir haben 6 Aktionen und die können wir an großen Orten zu großen Aktionen werden lassen und an kleinen Orten zu kleinen Aktionen und können zusätzlich 4 dieser kleinen Aktionen an den kleinen Orten noch zusätzlich platzieren, sodass diese Orte dann aufgewertet sind. Dementsprechend müssen wir halt mit unserem Magier durch die Stadt ziehen, diese Orte in vernünftigen Kombinationen für uns nehmen, um am Ende Djinns zu jagen, denn die sind böse in der Stadt eingefallen und die wollen am Ende, na wollen tun sie es nicht, aber die sollen am Ende in Flaschen mit Korken verpackt werden, denn dann bringen sie am Ende auch 10 Siegpunkte. Und wenn ich es schaffe, 3 gleiche, es gibt 4 verschiedene Farben, also 3 gleiche in Flaschen hineinzupacken zu Sets, dann bekomme ich sogar noch einen kleinen Bonus. Das Ganze machen wir, indem wir Magier dazu holen, indem wir unsere Ausrüstung aufwerten, indem wir Magie bereit holen, uns selber noch weiterbilden, indem wir mehr Magie holen, indem wir ja, Flaschen sammeln, Korken sammeln und. Also ihr merkt, da ist schon eine Menge drin, aber das Spiel ist schon relativ schnell erklärt und spielt sich, wenn man einmal drin ist, auch gut in 60 bis 70 Minuten. Kurz und knackiges Kennerspiel mit wirklich angenehmen, netten, kurzen Zügen. Hat mir zu 2, zu 3 und zu 4 gut gefallen. Also von daher Empfehlung. Nochmal eine Spur drauf finde ich die Weiße Burg. Die habe ich jetzt zu 3, zu 4 und zu 2 gespielt, also auch schon 3-mal. An der Stelle kommt bei Cosmos Games raus und Devier zeitgleich auch in mehreren Sprachen, also Deutsch ist auf jeden Fall vorhanden. Kleine Schachtel wird um die 30, 33 Euro kosten, also passt perfekt. Das ist so ein Spiel, kann man ohne weiteres mitnehmen, wenn man auch hier kurze, knackige Züge mag. Das Spiel spielt sich nämlich auch in 60, 70 Minuten. Und wir setzen Würfel ein an verschiedenen Orten. Zu zweit können wir diesen Ort nur einmal besuchen. Ab 3 Spielenden kann der Ort auch 2-mal besucht werden. Wir setzen den Würfel ein, bekommen dafür Geld oder müssen Geld zahlen, je nachdem, welche Würfelzahl wir dort platzieren und können dann Aktionen durchführen. Aktionen können Ressourcen sein, die ich bekomme. Aktionen können Ortsaktionen sein, sodass ich beispielsweise einen Bediensteten in der Burg platziere, einen Kämpfer auf dem Militärplatz hineinsetze oder einen Gärtner in den Garten, die mir dann auch wiederum neue Boni bringen. Und ihr merkt, ja, wir haben es mit Kettenzügen zu tun, die ich hier eben halt auslote. Es ist wahnsinnig, denn wir haben insgesamt nur 9 verschiedene Züge zur Verfügung über 3 Runden, also 3x3. Und dann ist das Spiel halt auch schon zu Ende. Und ich habe häufig festgestellt, dass man sich fragt, mein Gott, was ist da jetzt gerade passiert? Wie kann das so schnell zu Ende sein? Es ist nicht grüblerisch, also zumindest in den Runden, in denen ich unterwegs war, da ist ein Grübler dabei. Aber man braucht natürlich erstmal ein Spiel, um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert das Ganze. Wir hatten aber schon nach der ersten Runde eigentlich gemerkt, okay, prima, wir sind da eigentlich safe und dann hätte man eigentlich schon abbrechen müssen, um das Spiel dann nochmal neu zu starten und dann diese 9 Züge durchzuführen.
sehr schöne Variabilität durch eben halt Karten, also dass verschiedene Orte eben halt auch unterschiedlich zu spielen sind. Hat mir sehr gut gefallen, definitiv ein dicker Daumen hoch. Drachenhüter, eher was für Familienspieler, schöner Mechanismus. Ich habe ein Buch und das Buch sagt mir immer, was ich an Drachen aus meiner Hand abgeben muss. Davon habe ich 4 verschiedene Farben und das Buch sagt mir, gib einen Drachen blau ab und leg den in deine Auslage hinein. Oder gib 2 Drachen rot ab und leg die in deine Auslage hinein. Achtung, in der Auslage dürfen idealerweise am Anfang nur 2 verschiedene Farben liegen. Packe ich eine dritte hin, ist die in der Mitte liegende Farbe halt gesperrt für das komplette Spiel, sodass ich eben diese nicht mehr anlegen kann. Muss man halt auch abwägen, wann man das macht. Ich kann in meinem Zug 3 Karten auf die Hand ziehen und dann entscheiden, will ich halt Drachen abgeben oder halt nicht. Bekomme dafür Belohnung in Form von Amuletten, in Form von Kristallen, die ich einsetzen kann, in Form von goldenen Eiern. Also ihr merkt, da ist eine Menge Belohnung drin. Und man muss schon aufpassen, wann man eben halt ja in die Umsetzung geht oder auch nicht. Zusätzlich kann ich an den Spielzügen der anderen partizipieren. Also legen die beispielsweise 2 rote Drachen ab, möchte ich das auch. Und ich habe 2 rote Drachen auf der Hand, ping, kann ich sie rauslegen. Also auch das ist wieder von Vorteil. Ich muss halt an der Stelle immer wieder gucken, wie viele Karten ziehe ich mir auf die Hand, welche Belohnung hole ich mir und wann eliminiere ich in Anführungszeichen meine Auslage, um eben halt alle 4 Farben da liegen zu haben, denn auch die bringen nochmal zusätzliche Punkte, auch wenn ich dann eben halt in der Mitte gesperrt bin. Ich kann halt den Ablagestapel halt in der Mitte für mich noch manipulieren, kostet aber dann Handkarten, die ich dann wieder zum Ausspielen nicht habe. Ihr merkt, es sind eine Menge, Sachen, wo ich was überlegen muss, wo ich gucken muss, wann bin ich mache ich den rechten Zug, bin ich zu schnell dran mit der Auslage, habe ich vielleicht auch die niedrigen Amulette, bin ich zu langsam, dann kann es bedeuten, dass der Zug schon abgefahren ist, denn bei 9 Amuletten, 4 Spielende ist das Spiel schon vorbei. Hat mir gut gefallen. Ich weiß nicht, wie das Ganze eben halt auch noch im 5., 6., 7. Spiel ist, weil ich hatte schon den Eindruck, die Lernpartie oder die Lernkurve von der ersten zur zweiten Partie war sehr hoch. Ich weiß nicht, ob es jetzt in der 3., 4. Runde dann diese Lernpartie ebenfalls geht oder ob dann hinter das Kartenglück viel stärker ausschlaggebend ist. Von daher müsste ich hier tatsächlich auch noch weitere Runden spielen. Grafisch von Michael Menzel wieder wunderbar umgesetzt. Also eine Empfehlung mit einem kleinen Fragezeichen, weil ich nicht weiß, wie lang der Wiederspielreiz ist, aber tatsächlich auch eher für die Familie. Knarr hatte ich gestern vorgestellt. Ich habe ja gestern nochmal 13 Spiele auf meine Liste gesetzt, die ich mir unbedingt anschauen will, wobei ich bei Knarr mir schon ziemlich sicher bin, dass ich das tatsächlich nicht nur anschaue, sondern auch mitnehme. Konnte man auf Boardgame Arena schon ausprobieren. Also heute ist Mittwoch, wenn ihr das vielleicht erst am Mittwoch seht oder schon heute seht, könnt ihr es noch auf der Boardgame Arena dementsprechend euch anschauen. Kurzes, knackiges Spiel, wo es darum geht, 40 Siegpunkte zu erzielen. Dann ist das Spiel sofort zu Ende. Wir sammeln Karten aus einer Auslage ein. Und immer wenn ich eine Karte beispielsweise in den grünen, in die grüne Spalte hineinpacke, dann bekomme ich alle Aktionen, die diese grüne Spalte eben vorsieht. Und ich sammle die jetzt nicht nur, um halt Ressourcen zu bekommen oder andere Boni aufzurüsten oder mit Ruhm mich zu verstärken, was von Vorteil ist, weil am jeden Rundenanfang für mich der Ruhm umgesetzt wird in Siegpunkte, sondern ich kaufe mir an der Stelle eben halt Karten, die ich hinter zum Handel für mich nutzen kann, die am Ende der Runde Handelsmarker in zusätzliche Ressourcen umgewandelt werden. Auch hier muss man schön aufpassen, wann baut man sein Deck auf und wann lässt man es laufen, um eben halt an die Siegpunkte heranzukommen. Die großen Karten, die ich halt für diese Handelssachen kaufe, bringen nochmal zusätzliche Boni und auch zusätzliche Siegpunkte. Ein schönes, knackiges Spiel. The Same Game, was bei Edition Spielwiese herauskommen wird, ist ein Spiel für die Familie und für ja, Leute, die gerne miteinander in die Kommunikation hineintreten. Ich weiß, dass der eine oder andere gesagt, boah, das kenne ich alles schon. Mir hat es allerdings doch gut gefallen und ich fand es sehr spannend, dass wir auch am Tisch jemanden hatten, der gesagt hat, er ist kein kooperativer Spieler, ist nicht so seins. Und wir haben es tatsächlich 2-mal gespielt und die Person war sehr angetan von dem Spiel, was ich dem Spiel dann erstmal schon mal zugute halte. Wir haben einen Begriff. Ich nehme das Beispiel, was ich schon in anderen Videos getan habe, nämlich das Thema Bungee-Seil, was ich eben habe.
Und dann haben wir, je nach Schwierigkeitsgrad in der Gruppe, 6 bis 9 Kategorien ausliegen. Und das kann Material sein, das kann Häufigkeit der Nutzung, Häufigkeit des Vorkommens sein, Gewicht, verschiedene andere Sachen. Und ich ziehe mir aus einem Beutel eben halt einen Marker und muss halt genau, nehmen wir mal an, es wäre jetzt die Art der Nutzung das Thema, muss ich mir jetzt ein Begriffspendant dazu aussuchen. Ich hatte damals den Fallschirm genommen. Ja, Bungee-Seil rettet Leben, Fallschirm dementsprechend auch, beides beim Sprung. Und ja, dann, wenn ich an der Reihe bin, liegen also diese Begrifflichkeiten aus. Über die einzelnen Marker sind einmal gestülpt und ich drehe nur dort eben das Ding um, wo ich jetzt meinen Begriff habe. Und die anderen müssen jetzt nach und nach die Eimer hochheben, um herauszufinden, welcher Begriff ist jetzt hier die Falle, also der gesuchte Begriff, und den halt möglichst zuletzt hochheben. Und das machen wir natürlich bei allen Mitspielenden. Und ich fand, es waren sehr angenehme, schöne Diskussionen am Tisch. Man kann natürlich sagen, klar, ein paar Sachen lässt man super schnell sich ausschließen. Aber dann war halt schon das Grübeln dabei, wie denkt die Person, die diesen Begriff jetzt gesagt hat, was hat die sich dabei, welche Sachen hat die da zum Schluss genommen. Und man muss natürlich schon die Begriffe im Blick haben, dass man eben halt nicht einen Begriff wählt, der auch zweideutig für was anderes nutzbar ist. Wer Kommunikation am Tisch mag, wer diesen Austausch, diesen Dialog mag, sollte sich The Same Game anschauen. Es ist natürlich durch den Dialog halt ein Stück weit anders als andere Partyspiele, aber natürlich muss man sagen, Just One geht noch fluffiger, noch schneller vonstatten. Dann haben wir Wave. Wave ist eine Mischung von The Game und Hanabi. Erscheint bei Cosmos, kleines Kartenspiel. Und wir haben unvollständige Informationen. Wir haben auf der einen Seite Karten, die die anderen sehen, und wir haben Karten, die nur ich sehe, die ich auf meiner Hand habe. Und wir müssen halt Sachen aufsteigend ausspielen. Und zwar aufsteigend entweder nach Farbe oder aufsteigend nach Zahl. Ich kann halt weiß, das ist beispielsweise die niedrigste, blau die höchste, die 0 die niedrigste, 5 die höchste. Und ich versuche jetzt natürlich eben halt erstmal was Niedriges hinzulegen und beispielsweise eine blaue 4 durch eine weiße 5 dann zu toppen, dann bin ich halt in der Farbe wieder unten, auch wenn die Zahl hoch ist. Und so versuchen wir uns in der Gruppe, wir spielen das Ganze kooperativ, eben gegen das Spiel hier zu wappnen, müssen uns beraten. Und die anderen sehen halt, was ich habe, genau wie ich auch bei den anderen sehe, was die in Teilen haben. Und das können wir halt uns nutzbar machen, um halt miteinander zu kommunizieren. Ist schon nicht ganz einfach zu spielen. Also es ist nicht so mal eben flott runtergespielt. Ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, 4-mal gespielt. Wir sind noch nicht einmal dem Ziel auch nahe gekommen, das Spiel zu besiegen. Das braucht eine Zeit. Finde ich aber auch gut, weil dann der Wiederspielreiz halt höher ist. Allerdings ist das schon ein Stück weit Brainfuck. Wir müssen halt schon stark miteinander kommunizieren. Wir müssen Züge halt auch vorbereiten. Also wer, ich sage jetzt mal hart, Arbeit am Brettspieltisch nicht so mag, der sollte hier doch mal etwas genauer hingucken, weil ja, Wave ist da schon ein bisschen anstrengend. Das ist jetzt nicht so locker flockig gespielt, auch wenn ich finde, dass die Herausforderung da wirklich sehr schön ist. Ich habe Runden erlebt, die fanden es wirklich cool, und andere, die haben gesagt, tut mir leid, das ist mir zu viel Arbeit. Ich habe jetzt keine Lust, schon 3 Runden im Vorhinein zu gucken, welche Karte kann ich wie, wo spielen, welche Karte muss ich jetzt hier rauslegen etc. Dadurch, dass wir unvollständige Informationen haben, kommt natürlich auch kein Alpha-Spieler dahinter, was ich wiederum gut finde. Also hier muss man ein Stück weit abwägen, was mag man und was mag man eben halt nicht. 3 Minuten Crazy Café ist wieder eins dieser Aufklappspiele und los geht's. Hier müssen wir kooperativ über 3 Runden Cafés, Bestellungen halt auslegen. Das machen wir über Würfel und über Karten, die wir ziehen, und wir können entweder einen Würfel nachwürfeln, wir können bedienen, wir können mit Karten bedienen, und das müssen wir eben halt so schnell wie möglich machen. In der ersten Runde sind 5 Bestellungen zu liefern, dann 6 und dann 5 plus das, was wir nicht geschafft haben. Sehr hektisch am Spieltisch, wir mussten viel miteinander reden, können halt auch sicherlich Fehler gemacht werden. Wer Hektik am Spieltisch mag, ja, kann sich es angucken. Mir war es tatsächlich am Ende zu seicht, passt aber auch in diese einfachen Familienspiele vielleicht hinein.
Heroes for Sale war dann noch ein Cosmos-Spiel, was wir hatten. Ein kartenbasiertes Duellspiel. Wir spielen es nur zu zweit. Und wir haben eben halt eine Handvoll Helden, wir haben eine Handvoll Credits. Und zu Beginn einer Runde führen wir immer einen Angriff durch. Wir haben 4 Stationen, die wir schützen müssen. Wobei Last Man Standing sozusagen, also wer am Ende die letzte Station des anderen abräumt, der gewinnt das Spiel. Und davor stapeln wir unsere Helden und mit denen greifen wir dementsprechend an. Schaffen wir 5 Angriffspunkte hinzukriegen, dann muss eine Station fliegen. Oder aber ich habe einen Helden mit Schutzschild, dann wird der Held leider eben halt platt gemacht. Oder den kann ich dann halt auch opfern und platt machen, aber der ist dann halt auch aus der Verteidigungs- und zukünftigen Angriffslinie raus. Dann nehme ich eine Karte, die ich auf meiner Hand habe und versteigere die. Das heißt, mein Gegenüber muss erstmal ein Gebot abgeben und ich kann dann entscheiden, möchte ich da drüber oder möchte ich nicht drüber. Und wir sehen da unsere 20 Credits schon wahnsinnig schnell schwinden und müssen Fallen stellen, müssen den anderen halt so ein bisschen lotsen. Ist nicht mein Spiel, muss ich fairerweise sagen. Ich weiß, dass unser Tisch viel Spaß hatte daran, in dieses Duell zu gehen, diese Karten zu ergründen. Ich habe da nicht so wahnsinnig viel Spaß dran gehabt, deswegen ist es bei mir gefloppt. Kann aber sein, dass es euch gefällt. Also wer solche Duellspiele mag, ich komme gleich noch zu einem anderen Duellspiel, gerne mal reingucken. Balloon Pop von Lauter Pellet, so. Ist ein Familienspiel mit Tetris-Charakter und wir müssen über die Reihenfolge bestimmen, welche Tetris-Steine in Form von Ballons wir dementsprechend einsetzen. Hochwertiges Material, toller Beutel, tolle Steine und wir haben 10 Karten auf der Hand, die wir eben halt von den Zahlen 1 bis 10 haben. Es gibt 2 Modi, wir spielen die Karten parallel aus oder einen etwas taktisch geprägteren Modus. Wir spielen die Karten nacheinander aus. Das heißt, der erste legt seinen Wert hin offen und dann folgen die anderen und müssen halt sich so ein Stück weit entscheiden, auf Basis der bisher ausgespielten Karten, ja, an welche Reihe setzen sie sich denn. Denn je höher der Wert, umso klarer bin ich halt vorne. Wenn ich nur am Anfang eine 10 ausspiele, ja, dann habe ich das Erstwahlrecht. Allerdings sind diese Karten damit verbunden, dass bestimmte Sachen nur horizontal und andere nur eben halt vertikal eingesetzt werden können. Und das muss ich halt für mich irgendwo mit einfließen lassen. Ein paar Ballons kann ich halt auch zum Platzen bringen, sodass das Ganze dementsprechend halt auch funktioniert. Die Ballons steigen auf und schaffe ich es, 4 gleichfarbige Ballons zum nebeneinander zu führen, dann platzen die und ich bekomme die Anzahl der Ballons minus 2 als Siegpunkte gut geschrieben. Dann gibt es noch Ballons mit so einem Pop-Symbol, gehen 2 zueinander, dann wird die Anzahl der Ballons mit diesem Pop-Symbol abzüglich 1 als Siegpunkt gut geschrieben. Und zum Schluss der 8 Runden, also 2 Karten werden nicht ausgespielt, gibt es dann nochmal Siegpunkte für jede bereinigte Reihe und für jede bereinigte Spalte, die dann dementsprechend nochmal Siegpunkte bringen. Einfaches, nettes Familienspiel mit hochwertigem Material. Wer solche Tetris-Spiele mag, guckt sich es gerne an. Ist allerdings halt schon eher was Triviales, aber ich weiß, dass man halt auch solche Spiele sehr gerne und schön findet und das richtet sich definitiv an Familien, die hier einen relativ einfachen Mechanismus haben, kurze Regeln, schnell in so ein Spiel auch hineinkommen. Man kann das auch wunderbar mit Fremden dann machen, also da habe ich nicht irgendwie eine Heterogenität, sondern man ist schnell in dem Spiel drin. Einige Stufen weiter hoch ist das Spiel Barcelona. Erscheint bei Giant Rock, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht den falschen Verlag gewählt, und bei Board & Dice. Und Barcelona ist ein Bevölkerungs- oder Worker-Placement-Spiel, wobei Worker nicht so ganz richtig ist, weil diese Arbeiter gehören uns nicht. Und es ist die Bevölkerung von Barcelona, die wir einsetzen. Und zwar in Form von 2 Chips, die wir übereinander dann platzieren und das ergibt dann so einen Kreuzungspunkt, wo wir in der einen Spalte und in der anderen Reihe dann 2 Aktionen für uns freischalten. Und das kann sein, nehmen die Ressourcen, platziere ein Gebäude, platziere eine Straßenbahn und. Also da gibt es verschiedene Varianten, denn wir bauen an der Erweiterung von Barcelona, denn die Stadt ist zu klein geworden, also vielmehr die Stadt
Mauern sind so einengend, dass Barcelona sich jetzt ausbreiten muss. Somit ist Barcelona im Kern halt zu klein geworden für die Vielzahl der Leute, die dort vor Ort sind und dort auch leben wollen. So, wir führen diese Aktion aus. Unter bestimmten Konstellationen werden dann Häuser gebaut. Das bedeutet wiederum, dass ich 2 oder 3 von diesen Bevölkerungsplättchen wiederum wegnehme. Dadurch gehen sie nach und nach wieder raus und ich habe diese Kreuzungspunkte, werden dann auch im Laufe des Spiels wieder frei. Kreuzung kann ich beispielsweise auch setzen und damit dann zusätzliche Bonuspunkte bekommen für die Endabwertung. Die Bevölkerung kommt unten auf so ein Tableau hinein und dadurch schalte ich mir zusätzliche Siegpunkte frei. Ich bekomme immer das, was als niedrigste Siegpunktzahl noch sichtbar ist. Und überschreite ich 1 von 3 Wertungsmalen, dann findet eine zweite Wertung statt, beziehungsweise am Ende die dritte und somit auch die Endwertung des Spiels. Ja, und wer die meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel dementsprechend gewonnen. Opulente Ausstattung, manchmal ein bisschen zu unüberschaubar, weil etwas zu wild. Wer das Ganze noch ein bisschen intensiver lesen möchte, ich meine heute oder morgen, muss man mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen, wird noch mal eine ausführliche Rezension von Björn erscheinen, der sich Barcelona da noch mal etwas näher unter die Lupe genommen hat. Ja, könnt euch drauf freuen. Und Barcelona ist definitiv ein Spiel im Expertenspielbereich, was Beachtung finden sollte. Cusco. Cusco ist das Bora Bora in neuem Gewand, Nummer 6 der City Collection. Ich hoffe, ich habe die richtige Zahl jetzt genannt. Und das Spiel ist, ich muss fairerweise sagen, ich habe Bora Bora nicht gespielt, ich habe es mir aber erklären lassen, das Cusco ist schon relativ nah dran, hat aber noch ein paar Ergänzungen und Erweiterungen. Wir haben es zu viert gespielt, zu viert tritt man sich ordentlich auf die Füße, denn was machen wir? Wir würfeln am Anfang unsere 3 Würfel und setzen die dann in Aktionsflächen ein. Allerdings mit dem Problem, dass bis auf ein Feld der nächste Würfel halt absteigend eingesetzt werden muss, es sei denn, man spielt bestimmte Sonderkarten oder nutzt diese. Und das gelingt halt nicht immer, weil diese Karten nicht immer sichtbar sind oder man sie nicht auf der Hand hat. Also dass gerade zu viert es schon mal etwas unglücklich laufen kann, je nachdem, wie man dann gewürfelt hat. Je höher ich den Würfel dort einsetze, umso höherwertige Aktionen kann ich halt auch machen. Und das, was ich machen muss, ist eben halt auf einem Spielplan herumlaufen, bestimmte Orte besuchen, dort Marker ablegen, die mir dann wieder auf meinem Tableau die Möglichkeit geben, zusätzliche Aktionsplättchen bei mir einzulegen, die dann gerade am Rundenende mir eben halt wiederum zusätzliche Boni, zusätzliche Marker etc. geben. Wir spielen das Ganze über 6 Runden. Und haben eben halt diese 3 Würfel, die wir dort einsetzen. Die Reihenfolge ändert sich nach jeder Runde und ist abhängig von einer Leiste, die wir dementsprechend halt auch bedienen müssen. Und wir müssen eigentlich ganz, ganz viel machen. Wir müssen Kopfschmuck sammeln, wir müssen die Bonifelder freischalten, wir müssen auf dem Spielplan herumlaufen und hoffen, dass nicht irgendeiner so ein bisschen schmarotzerisch hinter uns herguckt und Plättchen drauf liegt, weil das Plättchen, was zuletzt oben liegt, bringt am Ende nochmal Siegpunkte. Wir müssen auf die Kartenauslage achten, die wiederum zusätzliche Boni freischalten oder zusätzliche Aktionsmöglichkeiten für uns herhalten. Also von daher war das für mich als Erstpartie schon ziemlich heftig. Wir haben, glaube ich, 2,5 Stunden gespielt. Vielleicht kriegt man es auch hinter in 2 Stunden hin. Zu viert schon ziemlich heavy, ordentlich auf den Füßen herumtreten. Ich würde es wahrscheinlich lieber zu dritt spielen, weil die Spielzüge dann einmal etwas schneller sind. Nicht, dass wir jetzt da wahnsinnige Grübler am Tisch hatten, aber ich glaube, das geht dann in Summe ein bisschen flotter vonstatten. Aber kein schlechtes Spiel. Freue mich, dass ich es auch hier habe. Dann Vienna. Vienna ist das alte La Isla und ich muss sagen, La Isla war überhaupt nicht meins. Das hat mir gar nicht so gut gefallen, auch wenn wir hier natürlich viele Anlehnungen haben und auch in Vienna La Isla wiederfinden. Aber ich finde es thematisch schon mal viel, viel schicker. Wir sind in Zeiten Wien des Kalten Kriegs. Die 4 Siegermächte haben die verschiedensten Gebäude okkupiert, haben ihre Flagge dran gesetzt. Und wir sind als Agenten und müssen eben halt unser Agentennetzwerk hier so ein Stück weit herausbauen und ausbauen.
und dafür ja gewisses Bestechungsgut preisgeben, um eben halt unseren Agenten dort auf verschiedene Gebäude einzusetzen. Haben wir bestimmte Konstellationen erreicht, bekommen wir zusätzliche Plättchen, die am Ende Siegpunkte wert sind, die auch während des Spiels Siegpunkte wert sind, aber es geht halt vor allen Dingen hinter um den Multiplikator dieser Siegplättchen. Wir haben so ein kleines Set-Collection da drin und versuchen eben halt zusätzliche Aufträge zu erfüllen. Das Ganze in einem schön gemachten Schreibtisch, wo wir über eine Kartenauswahl, wir haben immer drei Karten auf der Hand, hinter zusätzlich vielleicht auch vier, uns dafür entscheiden müssen, wo will ich Ressourcen haben, wo baue ich mir zusätzliche kleine Engines auf, wobei die endlich sind, denn ich muss ab und zu auch mal Karten überbauen. Und wo gehe ich eben halt auf einer Fortschrittsleiste weiter und dann setze ich eben halt dementsprechend halt noch meine Güter ein, um meinen Agenten vor Ort dann zu platzieren. Das muss man aber gut vorausschauend machen, um eben halt möglichst diese Ressourcen auch zu haben. Davon brauche ich immer zwei beim Einsatz, sodass ich eben halt schon ein Stück weit vorausschauend meine Züge durchplanen muss. Und ich komme mir natürlich in die Quere mit dem einen oder anderen Mitspielenden, der blöderweise dann auch dahin will, wo ich hin will. Wobei, je nachdem, was ich für Karten habe, bringt mir das auch wieder Punkte. Gehe ich den Leuten aus dem Weg und die lassen mich, dann kann ich natürlich viele von diesen Markern einsammeln. Das ist bei mir in der ersten Partie passiert. Die anderen haben sich irgendwo getummelt. Ich war am Rand irgendwo unterwegs, habe mein Agentennetzwerk wunderbar ausgebaut. Das wird in der zweiten Partie natürlich so schnell nicht wieder passieren. Sehr opulent auch wieder ausgestaltet. Auch hier der Spielplan ein Tick unübersichtlich, weil ganz viel Material da liegt. Das ist so der einzige Knackpunkt für mich an dem Spiel. Ansonsten fand ich es wirklich sehr gelungen, sehr rund, sehr schön gemacht. Future Energy war das Spiel, was mir bei Queen Games auf dem Tag nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Das ist die Neuumsetzung von Pioneers mit einem Nachhaltigkeitsthema. Ich muss sagen, wir bauen alte Kraftwerke ab, um neue dann hinzusetzen, die aus Windenergie, Solarenergie etc. bestehen. Am Ende habe ich ein Pioneers da, was über verschiedene Kartenmodifikationen und zusätzliche Module nochmal etwas aufgepeppt worden ist. Ich fand Pioneers okay. Es war damals schon jetzt nicht mein absolutes Lieblingsspiel. Ich finde es tatsächlich hier ein bisschen zu überladen und würde tatsächlich ein Pioneers auch vorziehen, eben vor Future Energy. Wer Pioneers bisher noch gar nicht gespielt hat, schaut sich Future Energy gerne an. Also der Mechanismus an sich, über den Plan vorwegzugehen, sogenannte Verbindungen aufzubauen, die ich dann kostenfrei nutzen kann, während mir andere Geld geben müssen, eine kleine Engine so nach und nach weiter nach vorne zu pushen, finde ich tatsächlich nicht schlecht. Aber da guckt einfach oder wägt nochmal ab für euch, ob euch das Spiel zusagt. Ich würde immer das Pioneers tatsächlich aus dem Schrank holen. Das passt, das reicht mir völlig aus. Graffiti ist ein Spiel, was definitiv im Familiensektor angesiedelt ist. Erstmal wunderschöne Grafik. Wir sind in einem Londoner Tunnel und müssen Graffiti-Wände besprühen. Wir haben ein klassisches Worker-Placement-Spiel, um an Sprühdosen heranzukommen, um bestimmte Boni einzusammeln und dann uns in dem Tunnel zu platzieren, um dann an Kunstwerken zu arbeiten. Ich meine, wenn das sechste Kunstwerk fertig ist, dann endet das Spiel. Und so muss man sich halt schon ein bisschen sputen, dementsprechend Sprühdosen auch bereit zu halten. Von den Sprühdosen, die ich eingesetzt habe, um bestimmte hochwertige Wände halt auch zu gestalten, kann ich nur einen Teil wieder zurücknehmen, abhängig von bestimmten Bonusplättchen. Aber Teile sind dann eben halt auch weg. Und das muss ich halt in meinen Spielzug mit einplanen, mit einbedenken, sodass ich das Zeug nicht einfach so ohne weiteres raushauen kann. Nettes Familienspiel, aber eben halt auch nicht mehr. Also wer ein kleines, nettes Worker-Placement-Spiel, was optisch schön aufgepoppt worden ist, für sich mit nach Hause nehmen will, guckt sich das einfach mal an. Es ist allerdings jetzt auch nicht das absolute Highlight, muss man auch fairerweise dazu sagen. Dann ein Spiel, das habe ich allerdings erst einmal gespielt und ich bin Feuer und Flamme. Das ist Match of the Century, was ich gegen den Flo von Get on Board gespielt habe.
Und wir haben uns echt gebettelt. Es geht um das Schachduell Spassky gegen Fischer, was 1972, mein Geburtsjahr, gelaufen ist. Also ich kann mich nicht so ganz dran erinnern. Weiß aber im Nachgang, dass die Schachwelt da viele, viele Jahre drüber gesprochen hat. Und wir spielen tatsächlich jetzt hier nicht Schach in dem Sinne, sondern wir spielen diesen Psycho-Thriller, Psycho-Krieg, der zwischen diesen beiden auch Kontrahenten der kalten Kriegsmächte durchgeführt worden ist, den spielen wir nach. Und dazu haben wir ein asymmetrisches Deck, was aus 16 Karten besteht, und die sind auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite schwarz. Und ich ziehe am Anfang Karten auf die Hand und weiß, dass ich einen Teil davon in meinem nächsten Zug umdrehen muss, um dann dementsprechend die andere Farbe zu spielen. Ich habe jetzt Slots von 1, 2, 3, 4 Siegpunkten für eben halt diese Rundenwertung. Wir spielen es über mehrere Runden, bis eine Schachfigur dann in der Mitte angekommen ist. Wer das als erster ist, der hat das Spiel dann auch tatsächlich gewonnen. So, ich weiß jetzt also, was ich hinlege. Wenn ich gewinne, bekomme ich die Siegpunkte für die Rundenwertung. Wenn ich verliere, bekomme ich leichte Boni oder der andere Mali. Das sieht er natürlich auch und muss sich überlegen, wie passt das zu meinen restlichen Handkarten? Kriege ich dann noch irgendwelche Boni oder muss ich die Partie vielleicht auch herschenken? Das kann ich übrigens auch frühzeitig, je nachdem, welche Karte ich habe, vielleicht mir für die nächste Runde dann einen anderen Vorteil zu erhoffen. Also Psychokrieg, Psychoduell wirklich schlechthin. Wer auf solche Duelle steht, sollte sich das Spiel definitiv anschauen. Für mich so ein kleiner Geheimtipp, hat mir echt gut gefallen. Spieldauer ist so bei einer halben, dreiviertel Stunde und passt wunderbar so in diese Reihe, die ja mit Watergate schon begonnen worden ist, wo wir historische Ereignisse in eine schöne, wunderbare Umsetzung haben. Paul Mori ist da der Autor. Definitiv ein Spiel, wo man halt drauf gucken sollte. Mischwald ist ebenfalls ein Spiel, was mir gut gefallen hat. Ich habe es tatsächlich noch nicht physisch gespielt. Ich habe es bisher nur bei Board Game Arena gespielt, wo die Riesenvorteile sind, dass bestimmte Punkte etc. schon alles berechnet werden. Das habe ich in der physischen Variante nicht. Das wird so der kleine Malus sein, hier tatsächlich den Überblick auch zu behalten, welche Punkte habe ich wie, wo schon eingeheimst oder welche Punkte eben dementsprechend auch noch nicht. Nachteil, Vorteil, tolle Grafik. Wunderbar knackige Spielzüge. Ich spiele Karten eben halt oder eine Karte aus der Hand, muss teilweise eben halt mit Karten bezahlen, teilweise sind sie auch zu null und muss dann Mini-Set-Collections betreiben, sei es über Bäume, sei es über Tiere, die ich an die Bäume dranflanschen kann, und es gibt unterschiedliche Siegstrategien, wie ich eben halt hier auch nach vorne kommen kann. Das finde ich an der Stelle halt auch gut. Es gibt nicht so dieses Eindimensionale, sondern wir haben an der Stelle eben halt verschiedene Arten von Kartenkombinationen. Da ist auch ein bisschen Kartenglück dabei, was ich eben halt auf die Hand ziehe oder aber was ich auch teilweise ausspielen muss. Und hier muss ich halt aufpassen, denn das, was ich in die Auslage hineingebe, das ist dann der Nachziehstapel oder das, was mein nachfolgender Spieler dann eben halt ausziehen kann. Es sei denn, ich packe so viele Karten da rein, dass 10 drin liegen, dann ist einmal das Ganze in der Mitte weg. Also auch darüber kann ich halt so ein bisschen manipulieren, was andere bekommen oder eben halt auch nicht. Sehr viele nette kleine Kniffe drin. Wenn ich das zum Beispiel mit Erde vergleiche, dann finde ich es hier etwas schlanker zu spielen, auch klarer von den Beschreibungen her. Erde war sicherlich kein schlechtes Spiel. Ich glaube, Mischwald gefällt mir an der Stelle noch ein Stück weit besser. Noch ein Kosmos-Spiel. Nunatak ist ein Spiel, wo wir einen Eistempel bauen. Und dazu haben wir so Plastik-Cubes für uns vor. Ich glaube, wir haben hier da 13 Stück. Und die setzen wir so nach und nach ein. Wir können die aber nicht einfach x-beliebig einsetzen. Wir haben ein Raster von 5x5 und bauen daraus so eine Pyramide. Und in der Auslage liegen eben dementsprechend 4 Karten. 4 Karten mit Symbolen drauf. Und ich kann mir eine Karte davon nehmen und einen meiner Cubes dann auf die Stelle setzen, wo eine Bodenplatte mit diesem gleichen Symbol ist. Die Karte kommt bei mir in die Auslage hinein. Das sammle ich, denn über diese Karten bekomme ich am Ende Siegpunkte. Ich bekomme Siegpunkte, sollte es mir gelingen, eine Spalte oder eine Reihe zuzumachen. Dann gehe ich auf der Baumeisterleiste nach vorne. Ich bekomme Siegpunkte,
wenn es mir gelingt, ein Quadrat zu gestalten, dann kommt eine neue Bodenplatte drauf und es wird gewertet, wer in diesem Quadrat die Mehrheit hat. Das wird mit 5 Punkten belohnt, der zweite ebenfalls noch mit 2. Gleichstände sind auch gesondert geregelt. Es gibt eine neue Bodenplatte, die Pyramide wächst nach oben. Was an der Stelle auch wichtig ist, möglichst viele im Außenbereich zu haben, weil das dann dementsprechend auch nochmal hinterher zusätzliche Boni über die Spitze gibt. Es gibt noch bestimmte Reihenfolge bei den Baumeisterwertungen oder bei Baumeisterkarten, denn dann kann ich hinterher noch einen Zusatzstein hineinsetzen. Am Ende wird dann ausgewertet. Ich habe verschiedene Sets. Ich sammle eine Menge an Karten und je mehr Karten ich sammle, exponentiell steigt das an. Ich sammle Karten in Kombination zu Symbolen, das sind die Tiere. Die werden dann einfach hinter multipliziert. Damit habe ich dann mein Spiel gewonnen, weil da keiner so richtig drauf geachtet hat. Ich mache verschiedene kleinere Set-Collections, übergreifende Set-Collections. Also es wird an vielfältigen Arten und Weisen hier am Ende zu Siegpunkten kommen. Schönes Spiel, tolle Tischpräsenz. Tatsächlich war es mir ein bisschen zu wild, auch in der Auswertung, dass man das Ganze dann halt auch während des Spiels im Kopf behalten musste, wer ist gerade wie wo. Verliere ich so ein Stück weit den Überblick. Wir nehmen dann natürlich eine Reihe von Siegpunkten während der Partie mit, aber wir kriegen gerade am Ende eben halt auch noch eine Menge an Siegpunkten und der Überblick ist während des Spiels nur begrenzt vorhanden. Vielleicht macht sich das Wett, je mehr man dementsprechend am Ende spielt oder je häufiger man das Ganze spielt, um halt ein besseres Gefühl zu kriegen, wo muss ich eingreifen, wo nicht. Da muss man natürlich auch dann sicher sein, dass man eingreift, um nicht den anderen dann den Sieg zu ebnen, indem man halt einen Sieger platt macht, aber dann für den anderen stärkt. Schönes Spiel, eher familiengeeignet. Mir war der Auswertungsmechanismus am Ende zu intensiv. Wild Tiled West ist ein Spiel, was ich ebenfalls mit dem Flo gespielt habe. Der hat das bekommen. Wir haben ein Puzzlespiel, ein Plättchen-Puzzlespiel, wo wir über einen interessanten Würfelmechanismus uns dann Plättchen aus einer Spalte oder einer Reihe herausnehmen. Die legen wir auf ein Tableau, wo verschiedene Westernstädte drauf sind und die müssen wir eben halt überbauen. Wir müssen Symbole überbauen, die bringen uns Patronen. Wir müssen andere Sachen überbauen, die bringen uns dann zusätzliche Punkte bzw. vermeiden Minuspunkte. Wir haben eine Quest, die wir erfüllen wollen. Im Laufe des Spiels bekommen wir dann noch welche dazu. Wir können Häuserplättchen einbauen oder ganz einfache Plättchen. Wir müssen gucken, dass wir die Banditen so ein bisschen in den Griff kriegen, indem wir Patronen sammeln. Sheriffs dann eben in die Schusslinie hineinlegen und diese Banditen, die Patronen werden dann zu Grabsteinen dann eben halt beerdigen, weil zu viele von diesen Schurken bringen in den einzelnen Zwischenwertungen leider Mali, die wir natürlich nicht haben wollen. Wir wollen eher zu denen gehören, wo möglichst wenig von diesen Leuten eben halt vor Ort noch zu finden sind, um Bonuspunkte zu bekommen. Das Ganze kommt mit verschiedenen Stadtplänen nachher, sodass also der Schwierigkeitsgrad oder der Abwechslungsgrad eben absolut gegeben ist. Und von daher ein Spiel, wenn es das in Essen gibt, werde ich mir definitiv es nochmal näher anschauen. Es ist aktuell von Direwolf, die, so wie ich es weiß, nicht in Essen sein werden. Es kann aber auch sein, Paul Dennen Spiel, Dune und Klonk Autor, dass das Spiel dann auf Deutsch nochmal bei jemand anderen herauskommen wird. Aber definitiv ein Spiel, was man sich angucken darf. Expeditions ist ein Spiel aus dem Scythe-Universum. Es ist kein Scythe-Vorgänger, Nachfolger oder sonst was. Das könnte missverständlich sein. Es ist ein Spiel, was die Welt von Scythe eben halt mit inbegriffen hat. Und wir sind mit unseren Mechs unterwegs und versuchen eben halt eine Expedition vonstatten gehen zu lassen, müssen verschiedene Ländereien uns anschauen und wir haben am Ende so einen kleinen Wettrenncharakter, denn wir können in 7 verschiedenen Clustern eben halt Sterne abgeben, uns den Ruhm einfangen, dazu müssen wir an bestimmten Orten sein, wenn wir bestimmte Voraussetzungen erfüllt haben, beispielsweise eine Anzahl von Karten, bestimmte Worker, die wir eben halt haben, bestimmte Meteoriten verschmolzen haben, Ausrüstung geholt haben, Quests erfüllt haben und. Worker spielen eine Rolle, weil Worker habe ich eben halt zusätzlich dadurch, dass ich eben Karten auch ausspiele.
In meinem Zug entscheide ich mich für 3, beziehungsweise wenn ich die Dreier-Aktion schon gespielt habe, für 2 Aktionen. Das kann entweder Laufen sein, 1 bis 3 Schritte. Das kann den Bonuseffekt des Feldes nehmend sein, wobei in den höheren Feldern, also wir haben so mehrere Ebenen, also in den höheren Feldern ist am Anfang noch eine Verschmutzung da, die müssen wir erstmal auflösen, damit eben halt auch die höherwertigen Effekte dort nutzbar gemacht werden. Oder aber ich kann eben halt Karten spielen und Karten bekomme ich immer einen kleinen Bonus in Form von 2 Währungen, Stärke und Geist. Ich bekomme aber auch mehr, wenn ich halt noch einen Arbeiter drauflege, von denen es 5 Typen gibt. Dann bekomme ich nämlich die Bonusaktion der Karte. Die Karte ist eine Mehrfachkarte, die als unterschiedlich genutzt werden kann. Ich kann sie eben halt auch teilweise als Meteorit verschmelzen, als Questerfüllung nehmen oder als Ausbau meines Mechs, um dann eben halt stärkere Aktionen auch auszuführen. Das Spiel braucht tatsächlich erstmal einiges an Lernkurve. Ich muss vor allem die ganzen Begrifflichkeiten verstehen. Das ist nicht ganz so einfach. Da ist doch einiges auch an, ja, ich würde mal sagen, auch an unnützen Wortwahlen in das Ursprungsspiel mit hineingegangen, verkompliziert an manchen Stellen das Spiel zu stark. Wenn man das aber einmal drauf hat, dann finde ich, spielt es sich sehr fluffig. Hat genauso kurze Züge, wie ich es bei Djinn oder der Weißen Burg erlebt habe. Das hat mir wiederum sehr gut gefallen. Es ist ein schönes Wettrennspiel, eine tolle Materialausstattung. Wir brauchen sehr, sehr viel Platz auf dem Tisch. Also nichts für kleine Spieltische. Da sollte man dann eher davon absehen, beziehungsweise es vielleicht nur zu zweit spielen. Wobei ich habe es tatsächlich noch nicht zu zweit gespielt, habe da nur verstanden, dass man sich da viel stärker aus dem Weg geht. Zu dritt und zu viert fand ich sehr angenehm. Zwischen einer Interaktion und nervigem auf den Füßen herumtreten, so dass ich das eigentlich ganz positiv wahrgenommen habe. So, letztes Spiel wird auch vor Ort sein, ist ich meine ein Kickstarter gewesen, der auch ausgeliefert worden ist. Ich konnte das jetzt zumindest schon mal in der Deluxe-Variante spielen. Schöne Grüße an die Mäusels. Shogun no Katana bei Postscriptum oder Pendragon. Habe ich wiederum nicht geguckt, aber bei einem dieser beiden, die sind ja eh miteinander verschmolzen oder verbandelt. Und ja, wir haben ein Worker-Placement-Spiel, wo wir am Anfang ein paar Arbeiter nur haben und können uns im Laufe der Zeit mehrere freispielen. Das sollte man auch, weil man dann eben höherwertige Aktionen macht. Ich kann dann an bestimmte Orte gehen, wo ich Boni bekomme und ich bekomme dann auch Boni, wenn andere dahin gehen. Achtung, das ist eine große Falle, wenn man das am Anfang nicht drauf hat. Ich kann mir Ausrüstung holen, ich kann anfangen, Schwerte zu schmieden. Und die dann eben halt auch noch zu veredeln und dann auszuliefern, was mir dann wiederum Punkte bringt. Und in der letzten Runde kann ich dann mein großes Schwert schmieden, was dann nochmal so richtig Punkte bringt. Wahnsinnig schön verzahnte Mechanismen, tolles Spielmaterial. Eine Sache, wo man halt sicherlich auch mal den einen oder anderen Zug vorausplanend auf diesen Tisch bringen muss. Ist definitiv ein Expertenspiel, was schon sehr herausfordernd ist und ja, wie gesagt, in der Deluxe-Variante auch mit einer wunderschönen Ausstattung herauskommt, mit Inlays und was auch immer alles dabei ist. Ist ein Spiel, was ich mir in Essen nochmal in Ruhe angucken will, da ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich mir das tatsächlich noch zulege. Hier ist aber weniger das Thema, dass ich das Spiel nicht gut finde, als wie häufig werde ich es dann danach noch spielen. Auch solche Spiele sind, was die Komplexität angeht, so ein Stück weit begrenzt. Hier braucht man schon ein Stück weit Hirnschmalz, um mit dem Spiel fertig zu werden. Und dann reduziert sich dann halt auch die Gruppe der Spielenden, mit denen ich das dann ausprobieren kann. So, Ende Gelände. Jetzt sind ja fast 45 Minuten rum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das sind nochmal die Spieleindrücke, die ich hatte von 20 verschiedenen Spielen. Vielleicht hat es euch geholfen, da nochmal Klarheit reinzukriegen. Auch vielleicht zu sagen, das schließe ich aus, weil es nicht zu mir passt. Oder das setze ich nochmal stärker auf meine Liste. Ich wünsche euch eine fantastische Messe. Genießt es, nutzt die Zeit, spielt viel, trefft Leute, quatscht viel. Messe ist auch Austausch. Messe ist einfach sich gut fühlen, nicht gestresst fühlen und es geht nicht darum, wer kommt mit den größten Lootbeuteln nach Hause,
Ich hoffe, dass da meine Kollegen dieses Jahr sich ein bisschen mehr zurücknehmen und jetzt nicht wie bescheuert, sorry, diesen Ausdruck, tatsächlich jetzt die Loots da überall zeigen. Da muss man dann auch immer bedenken, wie viel davon sind Rezensionsexemplare und wie viel sind dann tatsächlich auch gekauft. Das finde ich dann an manchen Stellen ein Stück weit beschämend. Vielleicht auch nochmal ein Thema für die nächste Kolumne, warum man eigentlich das aus meiner Sicht nicht machen sollte. Aber genug jetzt gequatscht. Genießt die Spiel und vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle. Und dann sprechen wir gerne ein paar Worte. Ich habe natürlich einiges an Terminen. Es wird nicht immer klappen, dass ich mich dann da 10, 15 Minuten hinstellen kann. Aber für ein Hallo und wie geht's oder vielleicht mal ein Austausch eines Tipps etc. Bin ich dann immer zu haben. Wobei, fragt mich bitte nicht nach dem ultimativen Messetipp, weil ich bin so voller Spiele. Wir haben jetzt auf dem Blog ja über 330 Spiele vorgestellt. Ich habe nicht dieses eine Spiel. Da habe ich tatsächlich immer so gute 10, 20, 30 Spiele im Kopf. Ich hätte im Moment nicht das Leuchtturmspiel, was ich jetzt ganz weit nach vorne setzen würde. Da würde ich halt auch den anderen Spielen dann wieder ungerecht sein, wenn ich da jetzt eins herausziehe. Also von daher bitte nicht um einen Tipp fragen, sondern dann lieber nochmal in die Videos hineingucken. Da habe ich diverse Sachen herausgestellt, die mich interessieren. Aber dann bin ich auch schon bei gut 60 Spielen und ich glaube nicht, dass alle jetzt 60 Spiele sich einpacken wollen. Macht's gut, bis dann und ja, in der nächsten Woche geht es dann auch weiter mit dem regulären Betrieb. Bis dahin, euer Christoph, alles Gute, ciao.